Wir haben zu viele politische Kräfte auch in diesem Land, die ganz vehement und massiv und öffentlich dagegen ankämpfen. Das ist verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem. Und aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen. Die Konsequenz daraus sind überfüllte Intensivstationen und enormes menschliches Leid. Und das kann niemand von uns wollen.